Wer kennt das nicht? Man hat die Hände nicht frei oder man ist im Stress und hat einfach keine Zeit, lange auf der Tastatur zu tippen. Da hilft eine Spracheingabe unheimlich. Ich zeige dir in diesem Video, wie du einen Text auf deinem Smartphone per Sprache eingeben kannst. Diese Funktion kannst du bei WhatsApp, aber auch in anderen Apps, die die Spracheingabe unterstützen, benutzen. Ich zeige dir das auf meinem Galaxy S8. Die Schritte, die ich in diesem Video zeige, können leicht abweichen, wenn du ein anderes Smartphone benutzt. Ich zeige dir das mit WhatsApp. Du gehst einfach in die Zeile, wo du den Text immer eingibst, damit die Tastatur erscheint. So, dann siehst du unten links neben der Leertaste ein Smiley und ganz klein drüber ein Mikrofon. Diese Taste hältst du nun eine Sekunde gedrückt. Ja, das war zu kurz. Nochmal. Dann ploppt ein Fenster auf. Dann gehst du unten links auf das Mikro und kannst gleich deinen Text sprechen. Hallo Blackie, ich komme heute nicht zum Tennis. Punkt. Morgen könnte es aber klappen. Ausrufezeichen. Ciao. Jetzt kannst du das korrigieren, weil da hat er Punkt ausgeschrieben. Einfach auf den Punkt gehen und da schlägt es schon vor. Und dann ist es schnell korrigiert. Manchmal macht es nicht die Ausrufezeichen und neue Zeile. So. Zum Anhalten den Button mit dem Mikro drücken. Wenn du was löschen willst, den Pfeil nach links mit dem X drauf drücken. Dabei werden einzelne Wörter gelöscht. Das geht dann so. Zum Senden wie gewohnt den Pfeil drücken. Zum Beenden oben das X drücken. So, und jetzt können wir es abschicken mit dem Pfeil. Mache ich aber nicht, weil das ja nur ein Beispiel ist. So, wie du jetzt siehst, ist das Mikro groß und das Smiley ist weg. Das heißt, du kannst diese Taste nur kurz antippen und schon bist du im Diktiermodus. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Willst du nun ein Smiley einfügen, musst du die Taste neben dem Mikro drücken, dann wird die rechte Taste wieder geändert. Also die Taste da drücken, dann kommt es wieder in den normalen Modus, wie wir es gewohnt sind. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich für einen Daumen nach oben von dir freuen. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar von dir unterhalb des Videos. Wenn du weitere Videos auf diesem CBTube-Kanal sehen willst, dann klick auf Abonnieren. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Tschüss, ade und ciao, ciao.